Ja, hallo Leute. Wir versuchen mal wieder eine Runde House Flipper zu spielen. Gestern habe ich es auch versucht, aber ich hatte immer wieder Internetabrisse nach ein paar Minuten. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es an der Telekom lag oder an OBS oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls läuft das Internet heute, wie auch gestern, den ganzen Tag schon problemlos. Bloß wenn ich ihn dann aufnehmen will. Dann irgendwie macht's zicken. Naja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ein Teil habt ihr nicht gesehen, weil ich gestern aus Frust einfach weitergespielt habe. Weil ich einfach spielen wollte. Und dann habe ich eben ohne Aufnehmen weitergespielt, aber das schadet ja nichts. Wir sind immer noch in der Bude. Wir haben ein Haus gehabt. Ich glaube, das habt ihr noch gesehen. Das habe ich verkauft. Und ich habe schon wieder ein neues Haus gekauft und bin das jetzt wieder am Umbauen. Und da schauen wir mal. Neue Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr die gestern gesehen habt. So, Brosa. Und da ist das Haus, was ich gekauft habe für 43.000. Und das bin ich jetzt am Umbauen. So sah es aus, war ein Überschwemmungshaus. Und ist von innen komplett verputzt. Da ist das Programm gestern abgeschmiert, weil ich hier steht. Du brauchst Gips, um dieses Loch zu füllen. Man kann das von außen vergipsen. Und dann kann ich es tatsächlich streichen, aber dann sind die ganzen Rillen weg. Und dann sieht es genauso aus wie die Innenwände. Und dann stürzt das Programm ab. Also wahrscheinlich noch, ne? Muss noch irgendwas gefixt werden. Alpha halt, ihr kennt das ja. Wir gehen rein, wir kümmern uns nicht weiter um da draußen. Draußen kann man halt noch nichts machen. So, wie ihr seht, der Opa schon angefangen. Hier waren überall diese Wasserstandslinien an der Wand. So wie hier halt auch. So war es überall in allen Zimmern. Und ich habe gedacht, ich hätte überall verputzt. Habe ich nicht. Einen habe ich vergessen. Aber das macht nichts, dann konnte ich euch jetzt wenigstens mal zeigen. Aber sonst haben wir alles fertig, ne? Guck mal, hier habe ich schon alles gestrichen. Hier habe ich schon fast alles gestrichen. Das ist doch noch nicht fertig hier. Das ist doch nicht fertig. Und das Fenster ist auch noch nicht gereinigt. Nein, 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 mein Freund. Hier ist auch noch nicht gestrichen. Das sieht nur so aus, weil die alle Wände weiß hatten. Nee, nee. Ach so, aber hier die ganzen Dingens habe ich schon wieder gemacht. Die ganzen Elektroanschlüsse habe ich erneuert. Und ich habe überall neue Schalter dran gemacht. Und jetzt gipsen wir hier noch die eine Wand. Gips, 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 gips doch gar nicht. Doch, bei Roller. Gott, da sagt mal einer, ich bin werbegeschädigt. Nein, natürlich nicht. Und husch, husch, husch. So wird das gemacht. Fertig. Jetzt können wir den Gips wieder verkaufen. Das war's mit dem Gips. Ja, wie gesagt, den Boden habe ich hier. Habe ich den gemacht oder war der auch schon? Mein Gott, ey, meint sich weiß. Auf jeden Fall sieht er gut aus. Den Boden können wir einfach lassen. Der ist ein bisschen abgewohnt, aber. Boah. Ne? Die Frage ist, was machen wir hier rein? Also hier ist ganz klar, ne? Eigentlich nicht. Also hier ist ganz klar, hier ist Bad. Gell? Hier können wir noch fließen. So, hier erstmal fließen. Und wir fließen mal. Ne, komm, wir kaufen erstmal fließen. Dann können wir noch gleich besser fließen. Wandfliesen. So. Was nehmen wir denn mal? Was Schönes. Was haben wir hier? Keramikfliesen. Weiße Rechtecke. Hellblaue Rechtecke. Hellgrün. Auch hellgrün ist auch schön, ne? Das ist weiß. Einfach nur weiß. Zwei Arten weiß, okay. Hellblau. Zwei Arten weiß, wie siehst du?